Guten Tag zusammen. Heute besuchen wir Glons, eine Stadt in Südtirol, genauer gesagt hier im Finchgau. Die kleine mittelalterliche Stadt Glons fand das erste Mal im 11. Jahrhundert Erwähnung. Hier sind wir auch schon auf dem Marktplatz. Ja, und das hier ist die kleinste Stadt mit einer vollständig erhaltenen Stadtmauer. 10 Meter hoch und wurde von Kaiser Maximilian I. im 16. Jahrhundert errichtet, wohl als Schutz vor den Eidgenossen, die hier öfter mal einfielen. Ein Blick auf die Pfarrkirche St. Pankratius, wurde im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Leider waren die Türen hier verschlossen. Hier der Fluss Etsch. Die Kleinstadt Glons hat ca. 1000 Einwohner, von denen über 96% Deutsch sprechen. In der mittelalterlichen Stadt Glons wurde früher mit Salz gehandelt und auch etwas mit Wein, Schafen und Getreide. Heutzutage sind allerdings nur wenige Bauern noch ansässig. Die meisten haben außerhalb ihre Höfe. An den Zufahrtsstraßen stehen jeweils Stadttore und sehr angenehm, inkludiert mit sehr gepflegten WC-Anlagen. Jetzt noch ein kurzer Besuch der Frauenkirche. Und dann bleibt mir noch zu sagen, gerne bis zum nächsten Mal.